Willkommen zurück zu meinem Let's Play Resident Evil 2. Ich bin's wohl auch Boom 36 und wir machen uns spannend hier weiter. Ja, wir gehen da jetzt rein und kennen diese Stelle eigentlich schon. Ja, stimmt, da fehlt ja eine Sicherung. Warum hast du den Schlüssel nicht auf den Boden geschmissen? Oh, besser, dass ich den Schlüssel nicht wieder brauchen werde. Warte, ich tue jetzt noch ein bisschen was mal. Achso, ich kann nicht zurück. Scheiße. Ja, garantiert schaffen wir das. Obwohl, ich wollte ja noch kurz in die Einstellungen. So. Wenn nämlich die Stimmen nicht lauter sind als die Effekte, als die Musik. Pistolenmunition mal 10. 9 mm Parallelpatronen für Pistole werden aufgrund ihrer stabilen Flugbahn und ihres moderaten Rückstoßes bevorzugt. Bestätigen. Oh. Okay. Ja, sehr lecker.
Okay. Ist hier was? Nein. Ich hol sie raus! Hilfe! Bitte! Geben Sie Hilfe! Mir die Hand! Ich hab sie! Jetzt die andere Hand! Ich halte ihn! Scheiße! Notizbuch eines Polizisten. Aha. Okay. Sehr interessant. Zur Eingangshalle zurückkehren. Jetzt wird alles voll mit Zombies sein. Na, schmeckt's. Rein da, rein da, rein da, rein da. Ja, kommt, 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 kommt. Kommt, kommt. Holzbretter, einmal. Pistolenmunition, 10-mal. Ja, nimm mit. Oh nein, schmeckt's. Nein! Raus hier! Komm schon! Verdammt! Pass auf! Verstanden! Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht. Hier. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, nur das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station.
Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst! Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst es. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Kampfmesser. Kampfmesser zum Verwenden im Inventar ausrüsten. Dieses Messer nutzt sich durch die Verwendung ab und zerbricht, wenn der Balken leer ist. L1 bereithalten, R2 stützen. Kann zum Kontern L1 verwendet werden. Kann man von einem Gegner gefangen wurde, kann wieder erlangt werden, nachdem Gegner besiegt wurde. Ihr Inventar ist voll und jetzt... Ah, okay. 3 Medaillen finden. Ja, I know it. So, jetzt brauche ich erstmal... Brauche die Kiste da unten. So. Ich bin jetzt leider schon verletzt, das ist ein bisschen blöd gelaufen, aber egal. So, was erstmal Inventar. Heilende Objekte. Wenn Sie Schaden nehmen, wechselt Ihre Gesundheitsanzeige von Gesund zu Warnung und schließlich zu Gefahr. Und wenn Sie in Gefahr sind, sollten Sie sich schnell mit einem Kraut- oder Erste-Hilfe-Spray heilen. Auch nicht, oder? Alles gut. So. Okay, So. Nebenwaffe bereithalten. So hatte ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. So, wir haben dort dieses Notizbuch, ne? Wie komme ich da ran? Ah, Akten. Nee. Doch. Notizbuch eines Polizisten. Ein komischer Bär, ein Kraut und ein Vogel.
Löwenmedaille. Also hatte Elliot recht. Ja, aber der Durchgang ist noch nicht offen. So, also im Endeffekt, wenn ich jetzt auf die Karte schaue, sind alle Sachen jetzt zu, weil wir brauchen ja, rein theoretisch gesehen, brauchen wir den blöden Schlüssel, den wir nicht haben. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier entlang. Kriegen hier nochmal ein Kraut. Und nochmal Pistolenmunition. Ups. So, was ich jetzt machen möchte, ich möchte schnell speichern. Vor allem, ich glaube auch, dass der Patch mir das sehr voll ist. Ich sollte aber auf jeden Fall noch ein Kraut reinlegen, weil ich habe ja nicht so viel Platz. Auch sehr gerade sehr unpraktisch, dass ich zwei Waffen dabei habe. So. Okay. Wir werden jetzt hier den Part beenden und wir machen weiter im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao.